Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So Leute, wir haben zwei psychisch Kranke bekommen. In der letzten Folge irgendwann passiert. Und beim Erstellen des Spiels haben wir ja schon gesehen, dass man einstellen kann, dass man zwar eine Psychiatrie hat, das heißt, wir können irgendwann gezielt psychisch kranke Gefangene aufnehmen und bei uns einsperren. Es gab aber halt auch den Hinweis, dass man in den Karteneinstellungen einstellen kann, dass bestehende Gefangene, also hier zum Beispiel diese normalen Gefangenen, psychisch krank werden können. Und man konnte das ausstellen. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, wo das geht. Das ist Extras, Kartenoption, da Karteneinstellung, und dann kann man das hier abstellen. Das mache ich jetzt auch. Dummerweise nur haben wir, also es ist jetzt deaktiviert, dummerweise haben wir jetzt aber zwei psychisch krank. Und das ist ganz schön blöd. Ich weiß nämlich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wollte eigentlich jetzt noch keine Psychiatrie bauen, zumal ich eigentlich erst einen zweiten Block noch bauen wollte. Das können wir uns jetzt alles knicken. Wir brauchen jetzt auch mehr Platz, weil eine Psychiatrie mit eigenem Hof und Büro und hast du nicht gesehen, das passt hier nicht hin. Also, Überlegung, Psychiatrie auf die andere Seite zu bauen. Wir kriegen hier nämlich ein schön dickes, großes Grundstückchen dazu. Und wir könnten dann die... Moment, wie groß ist das hier? Gut, hier ist natürlich auch groß. Ja, ich möchte es aber hier machen. Wir werden hier... Ich kaufe das jetzt für $20.000. So. Jetzt haben wir dieses Stück hier. Wir bauen natürlich direkt wieder Zäune. Das ist das Erste, was passiert. Und dann werden wir nämlich die psychisch Kranken dort unterbringen. Streng genommen, ich überlege gerade, wenn wir hier noch ein Tor hinbauen, können wir uns doch hier die zweite Barriere komplett sparen jetzt, oder? Wir müssen hier nur zwei Tore haben. Ja, sicher. Türen. Straßentor. Eins. Zwei. Und dann kommt der Zaun jetzt halt hier so dran. Hier machen wir das Gleiche. So. Ich hoffe, dass das geht. Moment mal, dieses Straßentor sieht anders aus. Das hat noch so Pylonen. War das ein anderes? Straßensperre? Nee, okay. Straßentor ist schon richtig. Dann werden die wahrscheinlich gebaut, sobald es hier losgeht. So, die stehen momentan eh offen. Ah, jetzt gehen sie gerade zu. Okay, dann können wir das nämlich gleich abreißen, wenn das hier fertig ist. Moment. Ah nee, da habe ich den Zaun auch platziert. Alles klar. Gut. Und dann haben wir hier ein großes Gelände. Und dann werde ich die Psychiatrie nochmal extra einzäunen. Ja, wobei... Stopp mal. Das macht nicht wirklich Sinn. Weil die müssen ja schon... Nee, das macht keinen Sinn.
Müssen es doch so machen. So. Okay. Und dann, ja, das mit dem Eingang. Das machen wir dann genau wie hier. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht sicher, wie ich es jetzt genau machen soll. So, wenn der innere Zaun fertig ist, aber es sieht momentan aus, als ob der äußere schneller... Nee, weil da mehr Leute arbeiten, aber das ist nur noch so ein kleines Stückchen hier. Wir können aber das auch schon abreißen hier, denn da gibt es keinen Zugang für Gefangene hierher. Das kommt also weg. So, dann ist da was gefunden worden. Aber dafür haben wir die Einzelhaft. Tja, weil der jetzt hier steht, geht's hier nicht zu. Naja, okay. Die Psychiatrie kommt ja bald. So ist zumindest der Plan. Und die Psychiatrie würde ich diesmal auch anders planen. Wir brauchen hier natürlich erstmal so einen, ja, so einen Eingang. Und ich baue das hier gezielt anders als auf der anderen Seite. Nämlich hier anschließend bündig und nicht das, was ich hier gemacht habe, nach hinten versetzen. Das macht halt mehr Sinn. So, dann hätten wir hier... Ich sag mal fast so eine Art Eingangsbereich. Der auch hier ein bisschen nach hinten verlagert ist. Machen wir hier ruhig einen mehr. So, und dann bauen wir eine zweite Rezeption. Und zwar hier. Direkt im Anschluss. Also, die kommen hier rein. Dann haben wir hier Besucherzugang oder Besucherraum. Die waren drei breit, meine ich. Ne, zwei, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir es bis hier. Und dann lassen wir hier die Gefangenen durchlaufen. Aber, Moment, wir machen hier eine Doppeltür hin. Wir ziehen das einen hoch. Und lassen die hier so rumlaufen. Okay.
Gut, das heißt, hier kommt Tisch und sowas hin, da ist der Eingang und so weiter und so fort. Personaleingang kommt wieder auf diese Seite. Die gehen dann hier rum rein. Die haben dann hier einen Zugang. Und da geht's fürs Personal weiter woanders hin. Hier wird ein eigener Technikraum entstehen. Der muss natürlich nicht so groß sein, sondern der wird irgendwie, jetzt muss ich mal gucken, 3 waren die, plus ein links, rechts. Ist der Zaun hier eigentlich auch schon wieder im Weg? Irgendwie ist das mit dem Zaun, da bin ich nicht so ganz, nicht so ganz grün mit. Das machen wir aber anders. Wir machen hier den Technikraum so hin. Obwohl, nee, das macht keinen Sinn. Wir machen es so. So, Strom und Wasser. Ja, ich lasse es so. Besucherraum, wie gesagt. So, und dann brauchen wir jetzt, was das hier wird, weiß ich noch nicht. Jetzt brauchen wir die Psychiatrie selbst. Wir werden auch einen Kasten machen, der wird allerdings nicht so groß sein und der wird im Inneren, jawohl, der braucht eigentlich, ja eigentlich schon. Also wir können ja mit psychisch Kranken viel Geld verdienen. Und das Ding ist, dieses Ding hat die entsprechende Größe für 30 psychische Gefangene. Das bringt ordentlich Geld. Wir können hier die Büros reinmachen. Krankenstation geht hier rein. Wir können das eigentlich komplett spiegeln, das Ding. Nur, dass es da jetzt nicht mehr hinpasst und wir es vom Eingang etwas anders machen müssen. Das sind 41. 41. Das ist ja blöd. Ja, Leute, das ist, das Mumpitz. Wir könnten die Zellen natürlich ein bisschen kleiner machen. Das wäre dann aber ein ganz anderes Design und dadurch würde der Platz im Inneren kleiner werden. Es sei denn, wir machen mehr Zellen, aber so viele psychiatrisch Kranke möchte ich auch gar nicht haben.
Aber tun wir doch mal so, als würde das hier der Platz sein, den wir voll ausbauen. Wie ginge das auf? Was haben wir denn genommen hier? 4x3, ne? Genau, 4x3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 3. Und dann 3, 3, 3. Haben wir da keinen Eingang hin. Das heißt, wir müssten den hier anfangen. Dann wäre hier schon ein leichter Unterschied, ein leichter Versatz drin. Das ist noch nicht so schlimm. 1, 2, 3. Problem ist nur, haben wir hier am Ende genug Platz drin. Ah, das sieht aber gut aus. Also das Einfachste wäre es ja, es wirklich komplett nachzubauen, ne? Aber dann wäre alles gleich und vielleicht ein bisschen langweilig. So, wir brauchen im Inneren die Kantine. Das würde ich mir jetzt schon abgucken. Wir haben hier 25 Meter, hier müssten wir jetzt ein bisschen mehr haben, 27 oder 28. Das sind auch 25, Moment mal. Dann ist das auch 41 hier. Nee, doch. Ist auch 41, ja, Moment mal. Ach so, ich habe das hier gekürzt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, kann man natürlich auch machen. Sollte man dann wahrscheinlich auch. So, okay. Soll ich es einfach nachbauen? Ich kann es jetzt nicht kopieren, das ist das Problem. Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich hiervon jetzt einfach einen Blueprint erstellen könnte. Das geht aber leider nicht. Doch, das geht. Und zwar mit Klonen. Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und kopieren Sie den Bereich. Okay, das Geld hätten wir sogar. Machen oder nicht? Verdopplung des Personals. Die Kantine dort könnte ja für diese mitkochen. Die Küche könnte für diese Kantine mitkochen. Die Küche bräuchten wir also eigentlich nicht doppelt. Wenn die Küche das denn schafft. Eigentlich ist die ja für mehr ausgelegt. Wenn ich das jetzt setze, dann kostet das aber halt auch so viel. Das ist das Problem. Ich kann beim Klonen jetzt nicht die Geräte ausschließen. Oder gibt's da noch? Moment. Nee, das geht leider nicht. Okay, dann müssen wir das, so leid es mir tut, von Hand nachmalen. So, wir sind hier. Also am Ende.
So, den Eingang würde ich allerdings dann hierher verlegen. Das heißt, wir verzichten auf diese Zelle und haben diese dann eigentlich im Zugriff. Ich habe unten 6 Zellen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finde ich aber nicht so gut. So, machen wir hier einen Raum. Dann das weg. Dann M3 Abstand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, hier der Eingang. Hier der Mittelbereich, ja, den ich nur andeute. Den bauen wir natürlich nicht so. Dann auf der Seite haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zellen. Das sind jetzt weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind das nur. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hier zum Beispiel die Wäscherei oder sowas rein. Beziehungsweise wir machen das jetzt so, dass hier auch nur 8 Zellen sind. Wir hier dann in der Tat einen etwas größeren Raum haben. Und dann brauchen wir noch hier ein paar Zellen. Dann machen wir das so. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, ne? So, die Kantine muss wie groß sein? 12 mal 15. Wo waren jetzt die 15, wo waren die 12? So. Das ist die Kantine. War falsch. War natürlich falsch. Das ist die Kantine. Eingang ist hier. Kann das richtig sein? Ja, ist richtig, okay. So, und die Küche, dann nehmen wir diese hier. Das muss funktionieren, dass die Küche da hinten den Kram rüberkriegt. Dann haben wir jetzt nämlich Platz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Wir brauchen noch, ja, dann müssen wir noch 2 Zellen haben. Dann machen wir es so. Machen wir anders. Kommen die 2 Zellen dahin. Weil grundsätzlich finde ich es gut, wenn jede Zelle oder wenn jeder Block die gleiche Anzahl an Zellen hat. So. Dann machen wir hier einen Flur. Dann kann hier nämlich noch ein Raum hin, beziehungsweise brauchen wir das nicht, weil der Raum auch von hier zugänglich ist. Das könnte zum Beispiel, ja, das ist zu groß. Die Krankenstation reicht eigentlich auch kleiner, so vielleicht. Und dann machen wir noch die, also Krankenstation hier. Die Zelle ist zu klein.
Drei Zellen und ein Gemeinschaftsraum natürlich. Den können wir dann eigentlich hier hinbauen. Vielleicht einen größer. Ist hier der Gemeinschaftsraum? Und dann gibt's hier die Psychiaterbüros, obwohl die Psychiaterbüros waren 5x5, ne? Räume. 4x4. Gut. Das ist hervorragend, weil dann passen die nämlich hier unten hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, was machen wir jetzt mit dieser Ecke? Wir spendieren den Psychiatern 5x4. Ich hoffe, dass zwei Büros reichen. Dann brauchen wir jetzt aber hier einen Flur. Tja, was dann genau da noch kommt, das weiß ich noch nicht. Aber wir machen jetzt das Fundament. Das wird natürlich auch aus Beton. 28.000. Der Eingang da vorne. Und zwar, im Moment, Tür. Und das wird jetzt eine Gefängnistür groß weiß. Gut. Wir werden diese Rezeption mitbenutzen. Dann gehen die halt da wieder raus und dann darüber. Hätte man jetzt den Eingang synchronisieren können? Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen, fällt mir gerade auf. Aber ich denke, es geht auch so. Ja, das passt schon. So, und natürlich brauchen die auch einen eigenen Hof. Und was wir dann auch brauchen, ist noch ein Zaun hier. So, Moment. Die dürfen hier nicht raus. Also wir müssen einen Zaun hier haben. Wir müssen einen Zaun hier haben. Ich bin gerade im Überlegen, wie wir das am besten mit dem Hof machen. Und ich glaube, da wir auch noch einen Technikraum brauchen, dass wir das dann so machen. Dass hier der Zugang zum Hof geht. Und dann können wir die nämlich hier komplett einzäunen. Und das sollten wir auch tun.
Okay. Irgendwie so. Ich hoffe, das wird alles so funktionieren. Ich bin da noch nicht sicher. Hat eine Schusswaffe ist gefunden worden. Ich glaube, es ist Zeit für eine Razzia. Alle Trakte. Weil eine Schusswaffe, also das ist natürlich sehr krass. Wir haben hier einen Metalldetektor, hier. Ja gut, bei dem Personal brauchen wir ja eigentlich keinen. Müssen wir hier einen für die Besucher haben? Eigentlich sind das ja so Zellen, wo nichts durchlaufen kann, ne? Das ist zumindest mein Verständnis dafür, dass die hier völlig hermetisch abgeriegelt sind zu allen Seiten. So, die Razzia ist durch. Gut. So, wir müssen noch zwei Fernseher aufstellen in unserem Gemeinschaftsraum. Und ja, wir werden den Billardtisch bei den Gefangenen hinstellen. Hier. Dann bekommen die noch einen großen Ecksofa-Bereich. Hier. So machen wir das. Und hier auch noch. Und da gibt es zwei Fernseher. Einen hier. Einen hier. Außerdem noch ein paar Lämpchen, Pflänzchen. So, dann soll das erstmal alles sein für den Gemeinschaftsraum. Dann ist der Zuschuss nämlich fertig. So, einer wartet auf Einzelhaft. Ja, da wüsste ich nicht, warum er nicht einfach in Einzelhaft geht oder verbracht wird. Wachen sind ja da. Und wir sollten vielleicht obwohl, das macht eigentlich keinen Sinn. Ja, jetzt habe ich jetzt Niedrigsicherheit gemacht. Das lassen wir auf allgemein stehen. Dann können da nämlich Einzelhaft von allen Sicherheitsstufen verbracht werden. Aber ich hätte hier gerne eine Wache drin. Gefahr niedrig und steigen. Gut, es ist jetzt morgens.
Gut, Leute, ich denke, das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Wie ihr seht, viel Geld ausgegeben, beziehungsweise wird noch mehr ausgegeben. Natürlich muss auch die ganze Infrastruktur wieder gemacht werden. Wir werden Zellen einrichten. Am Anfang nur, ja, vielleicht 4 oder 5. Dann wollten wir den Hof hier noch rüberbringen. Ja, all solche Spielchen, die dann in der nächsten Zeit passieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möglich seid. Alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.